Reisen nach Thailand. Wie ist die aktuelle Situation in Thailand heute am 18. Juni 2024? Hallo Leute, das ist der Mario aus Thailand mit den aktuellen News und Infos. Im letzten Video habe ich davon berichtet, dass in Chonburi 3 Öltanker aus der Polizeigewahrsam gestohlen wurden. Und zwar wurden die zuvor sichergestellt, diese 3 Öltanker, weil sie offensichtlich Piraten oder eben auch Ölschmugglern gehört haben. Ja, ein Riesenskandal, als diese 3 Schiffe plötzlich verschwunden waren. Jetzt hat man hier auch bereits mehrere Polizeibeamte entlassen. Und siehe da, plötzlich gibt es auch einen riesigen Ölteppich vor der Küste von Pattaya, der Richtung Pattaya zieht. Und die Behörden vermuten jetzt, dass diese Öltanker entweder Öl verlieren oder dass dort Öl abgelassen wird und dass das zu einer Umweltkatastrophe im Golf von Thailand führen könnte. Einige gehen sogar davon aus, dass man die Schiffe versenkt hatte, um Beweise zu vernichten. Sollte das der Fall sein, gehen die Behörden davon aus, dass 330.000 Liter Öl ins Meer gelangen könnte. Auf Koh Samui hat eine Frau aus Deutschland 100.000 Baht, umgerechnet ca. 2.500 Euro, an einen Betrüger verloren. Und zwar ist es folgende Masche, auf welche die Frau reingefallen ist. Ein attraktiver Thailänder hat die deutsche Frau kennengelernt und unter anderem auch noch diverse andere Touristinnen. Das ist so eine Masche, die sehr oft vorkommt, und hat dann mehr oder weniger so eine Beziehung geführt mit der entsprechenden Person. Eines Tages hat der thailändische Betrüger dann die Frau aufgefordert, ihm Geld zu überweisen, da er eine Dummheit gemacht hatte und ihm in Thailand Gefängnis droht. Um einer Gefängnisstrafe entgehen zu können, müsse er 100.000 Baht bezahlen, damit er wieder auf freien Fuß kommt. Und diese Masche hat er offensichtlich mit diversen Frauen durchgezogen, mit denen er eine Beziehung hatte oder in Kontakt stand. Und diverse Touristinnen sind auf diesen Betrug hereingefallen und wurden somit um ca. 100.000 Baht erleichtert. Ja, wenn man solche Stories hört, hört man in Thailand auch immer mal wieder die Meinung von vielen, die hier leben. Und die einen sagen halt auch, ja, selber schuld, wenn man so doof ist. Und andere wiederum, die sagen, da kann man nichts dafür, das kann jedem geschehen. Und da bin ich auch eher der Meinung, dass das jedem geschehen kann. Ich meine, viele Leute lernen irgendwann mal jemanden kennen und die Betrüger sind mittlerweile auch schon richtig gut. Oftmals sind die mit den Opfern auch über mehrere Monate oder sogar Jahre zusammen, bis dann da mal der große Betrug oder die große Abzocke stattfindet. Und ja, vor allem wenn es dann um Personen geht, denen man vertraut oder aus dem Freundeskreis oder die man gut kennt und jemand dann fragt, ob man ihm helfen kann, dann wird wahrscheinlich fast die Mehrheit der Menschen da ihrem Freund oder Kollegen helfen. Bei Geld, ich weiß, da sagt man oft, bei Geld brechen Freundschaften auseinander, aber nichtsdestotrotz ist es halt immer schwierig, hier die richtige Entscheidung zu treffen. In den letzten Tagen sind auf Phuket gleich 3 Personen ertrunken, ein Amerikaner, ein Russe und eine Frau aus Thailand. Es gibt zurzeit wieder sehr viele Meldungen über Menschen, die vor allem auf Phuket ist da ganz extrem, habe ich das Gefühl, ertrinken. Thailand versucht jetzt schon seit längerem mit noch mehr Rettungsschwimmern diesem Problem entgegenzuwirken. Aber offenbar gibt es nach wie vor sehr, sehr viele Menschen, die in sogenannte Rip Currents geraten und dann eben nicht mehr die Kraft haben, zurück ans Ufer zu gelangen. Sogenannte Rip Currents, das sind Strömungen, die einen raus aufs Meer ziehen. Da gibt es ja auch bereits schon von den Behörden in Thailand eine Karte, wie man sich verhalten soll, wenn man in eine Rip Current gerät. Also wenn man zum Beispiel draußen auf dem Meer ist und man schwimmt zurück Richtung Strand, und man merkt, man kommt nicht zurück an den Strand, dass man dann nicht gegen die Strömung anschwimmt, sondern draußen auf dem Meer entweder nach links oder rechts schwimmt, so circa 40-50 Meter entfernt vom Strand, und dann an einem anderen Ort
50 oder 50 Meter, je nachdem auf welcher Seite nach links oder nach rechts man schwimmt, dann dort versucht reinzuschwimmen. Weil oft funktionieren die Rip Currents so, dass sie vom Strand rausgehen und dann so raus. Also kann man gut dann oft auch drumherum schwimmen. Das zumindest auf den Merkblättern der Regierung hat man diese Anweisungen, wie man sich dort verhalten soll. Das Ministerium für Tourismus und Sport will das Entschädigungsprogramm für Touristen verlängern, und zwar bis zum Ende des Jahres 2024. Aktuell läuft das Programm bis zum 31. August 2024. Das müsste aber zuerst noch dem Kabinett vorgelegt werden und das nötige Geld müsste dann gesprochen werden. Was ist das für ein Programm? Das ist ein Programm, das Ausländer entschädigt, die in Thailand in Not geraten sind. Es gab in den letzten Monaten da einige Anträge, die eingereicht wurden von Ausländern auf Entschädigung. Ich glaube, es waren so um die 40 oder 50 waren es, 50 Anträge, aber nur 7 davon wurden auch genehmigt. Das heißt, von 50 Ausländern, die eine Entschädigung verlangt haben, meistens infolge von Unfall oder Krankheit, meistens auch mit Todesfolge, dass dann die Familienangehörigen hier von Thailand eine Entschädigung verlangt haben, das sind nur 7 gut geheißen worden. Die Euphorie war groß zu Beginn des Jahres, als man gehört hatte, dass eben da eine Entschädigung bezahlt werden kann für Ausländer, die in Thailand verletzt werden, sterben oder einen Unfall haben. Aber eben das Problem ist hier, dass man diese Entschädigung beantragen muss. Und das ist für Ausländer sehr schwierig. In der Regel musst du da einen Anwalt konsultieren, der dir dann auch genau sagt, wie das funktioniert. Weil die Bürokratie hier in Thailand ist ja für viele Ausländer, vor allem für Touristen, sehr, sehr schwierig. Und dementsprechend gibt es auch sehr wenige Anträge und die Erfolgsaussichten sind ja auch, wenn man sieht, 50 zu 7 relativ klein. In Bangkok wurde beim Siam Square Einkaufszentrum noch die Leiche eines Deutschen gefunden. Die Polizei untersucht den Todesfall. Einige Medien sprechen bereits von einem Tötungsdelikt, aber die Polizei sagt nach wie vor, dass es keine Erkenntnisse gibt. Es wird noch ermittelt. Nach Thailand reisen ohne Flugticket. Da gibt es ja die einen, die sagen, ja, man kann nach Thailand reisen, ohne ein Rück- oder Weiterflugticket zu haben. Und andere wiederum, die berichten, dass sie zum Beispiel in Deutschland bei einigen Fluggesellschaften nicht boarden konnten, weil die Dame oder der Herr am Schalter gesagt hat, ohne Rück- oder Weiterflugticket lassen wir sie nicht ins Flugzeug. Es ist hier pauschal kann man hier nicht sagen, dass du ein Weiter- oder Rückflugticket benötigst, um nach Thailand zu reisen. Ich persönlich würde es aber empfehlen, weil ansonsten läufst du eben Gefahr. Es muss nicht sein, aber es kann sein, dass du nicht ins Flugzeug gelassen wirst von der Fluggesellschaft, weil die Fluggesellschaft ist verpflichtet zu überprüfen, ob du ein gültiges Visum hast. Und wenn du zum Beispiel nur ein Touristenvisum hast, dass du eben dann auch einen Rückflug hast oder einen Weiterflug, damit sie eben sicher sind, dass die Personen Thailand dann auch wieder verlassen. Sollte das nicht der Fall sein, kann eben die Fluggesellschaft von Thailand zur Verantwortung gezogen werden und ist dann auch für den Rücktransport zuständig bzw. muss dann für diese Kosten aufkommen. Deshalb sage ich immer, wenn mich jemand fragt, soll man ein Rück- oder Weiterflugticket buchen? Ja, bucht eins. Das ist sicher für diejenigen, die Langzeitvisa haben. Da braucht man in der Regel keins. Aber es gibt auch da Fälle, wo die Fluggesellschaft eben eins verlangt oder ein Rückflugticket verlangt hatte. Die Civil Aviation Authority of Thailand, kurz CAAT, will mehr Plätze für indische Touristen bzw. mehr Flugzeuge mit mehr Plätzen zur Verfügung stellen, damit mehr indische Touristen nach Thailand kommen. Offensichtlich ist zurzeit die Nachfrage groß und dementsprechend will man eben auch mehr Flugzeuge dort einsetzen. Aktuell ist ja in Thailand Low Season, also Regenzeit oder Nebensaison, und das ist vor allem auch eine sehr beliebte Zeit für indische Touristen, Thailand zu besuchen. Für Thailand auch sehr gut, weil sich das Ganze ein bisschen aufteilt.
während dann so eher ab Dezember die Europäer oder die Leute aus dem Westen wieder in Massen nach Thailand strömen, sind jetzt in der Regenzeit oft auch die Inder oder die Leute aus dem arabischen Raum, die hier in Sachen Tourismus für Einnahmen sorgen. Bei einem Feuerwerksfestival in Thailand kam es bei einem Feuerwerkskörper zu einer größeren Explosion, wobei 37 Personen verletzt wurden, mehrere darunter schwer. Bei Feuerwerk in Thailand bin ich immer sehr vorsichtig. Die meisten von euch, die schon mal in Thailand Neujahr erlebt haben, wo ja viel Feuerwerk abgelassen wird, kreuz und quer in alle Richtungen, bin ich meistens einer von denen, die dort fernbleiben bzw. irgendwo in der hintersten Reihe, dann kann dir auch nichts geschehen. Leider kommt es in Thailand mit Feuerwerk bzw. mit dem nicht korrekten Umgang oft zu größeren Vorfällen, Unfällen, wo eben auch sehr viele Menschen zu Schaden kommen. Das Bildungsministerium arbeitet neu mit weiteren Behörden zusammen, um den Lehrern in Thailand zu erlauben, den Schülern E-Zigaretten oder eben sogenannte Verdampfern abzunehmen. Also sie wollen hier, dass in Zukunft an den Schulen oder bei den Schulhöfen das Lehrpersonal die Möglichkeit hat, auch Gegenstände abzunehmen und sicherzustellen. Thailand führt zurzeit einen massiven Kampf gegen E-Zigaretten oder eben sogenannte Verdampfer. Dann noch interessante Informationen aus der Region Trat. Und zwar will dort Thailand in Zusammenarbeit mit Kambodscha und Vietnam den Schiffsverkehr oder zumindest mal die verschiedenen Routen ausbauen zwischen den Trat-Inseln in Thailand und Kambodscha und Vietnam. Also da wird es dann wahrscheinlich in Zukunft, sofern sie das hinbekommen, neue Bootsverbindungen geben, sodass man von den Trat-Inseln dann direkt nach Kambodscha rüber auf eine kambodschanische Insel fahren kann mit einem Speedboot, ähnlich wie wir es auch in Südthailand kennen. Für diejenigen, die zum Beispiel von Koh Lipe nach Langkawi, Malaysia rüberfahren, das soll eben in dieser Region auch ausgebaut werden. Das war's von heute mit den aktuellen News und Infos aus Thailand. Wir sehen uns im nächsten Video. Wenn du magst, bleib gesund. Und Grüße aus Thailand.